Ja, aufgrund dieser zwei Spiele ist Apollon der verdiente Aufsteiger. Waren vor allem in beiden zweiten Spielhälften, sowohl in Wien als auch heute, waren sie dann klar die bessere Mannschaft und sind dann verdient auch der Aufsteiger. Ja, wir sind 1-0 in Führung gegangen, genau das, was wir wollten. Man hat gesehen, dass wir die Zyprioten zum Denken gebracht haben, zum Überlegen. Und hätten dann super 3, 4, 5 Konter gehabt, die was wir leider unkonzentriert nicht oder nicht gut fertig spielen. Hätten wir schon das 2-0 am Fuß gehabt. Auch mein Volley-Schuss geht ganz knapp vorbei. Und da bekommen wir einen Elfmeter noch vor der Pause geschenkt oder die Zyprioten geschenkt. Und das sind einfach zu viele kleine Details, die dann gegen uns laufen. Auch das 2-1 abfälscht das Tor. Und ja, in Summe einfach zu viele kleine Details, die gegen uns gelaufen sind. Ja, wir sind enttäuscht, dass wir jetzt ausgeschieden sind. Ich denke, das Spiel hätte viel mehr hergegeben. Wir haben das Tor, das wir uns erhofft haben, haben wir sehr früh erzielt. Und ich denke, auch die erste Halbzeit hätte uns viele, viele Möglichkeiten gegeben, um auch dieses zweite Tor zu machen. Wir hatten sehr gute Kontersituationen vorgefunden, wo uns einerseits Konsequenz gefehlt hat, auf der anderen Seite aber auch, dass wir einfach schneller nachrücken, das Spiel dann dominante im letzten Drittel von Limassol halten. Aber rein von der Spielanlage, von der Raumsituation hätte dieses Spiel genügend Möglichkeiten gegeben, um auch dieses 2-0 zu machen. Ich denke, gehen dann vor der Pause mein Elfmeter, der keiner war, kriegen wir das 1-1, aber es hat in der Situation nichts geändert, dass wir noch zwei Tore gebraucht hätten. Und ja, zweite Halbzeit nach dem schnellen 2-1 von Limassol ist es uns nicht mehr geglückt, dieses Spiel noch die Wende zu geben. Ja, ich glaube, man grundsätzlich hat man auch gesehen, die Fans haben das honoriert, dass wir schon gekämpft haben. Vielleicht ist es am Ende, ist ganz klar, wenn man 3-1 auf einmal zurück ist, dann geht da einfach die Puste aus und wenn man vorne ist, spielt man immer leicht. Das hat man dann gesehen, dass die Zyprioten den Ball ein bisschen kalt haben, aber als Kapitän, ja generell. Wir wollten den Europacup, haben es leider nicht geschafft, aber wir dürfen uns jetzt in der Meisterschaft nicht davon beeinflussen lassen. Wir haben jetzt den ersten guten Schritt gemacht gegen Mattersburg und wir werden schauen, dass wir alle zusammen, auch mit den Fans, in der Meisterschaft unsere Punkte holen und dann lassen wir auch in der Meisterschaft und im Cup noch sehr viel Spaß in der Saison haben.